aufrecht sitzend gehen wir in diese Sendung. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Leichter Leben, Zeit für mich mit wunderbaren Gästen zum Wochenausklang. Es wird alles heute bedient. Körper, Geist und Seele werden heute wirklich mit ganz, ganz tollen Übungen angesprochen. Yvonne Krause ist bei mir. Hallo. Die Erfinderin, Gründerin und auch ständige Mitarbeiterin und Fragenausdenkerin von der Quiz Factory Berlin. Genau. Sensationell. Ich freue mich, dass du da bist. Wir werden viele, viele Fragen haben und möglicherweise auch die eine oder andere klären. Würde ich mir jedenfalls wünschen. Bei uns ist auch Kerstin Pieper. Sie wird natürlich den Körper bedienen, aber nicht nur den. Wir werden natürlich auch ein bisschen über den Geist, über die Seele sprechen, über die Reinigung der Zirbeldrüse unter anderem. Da hast du was ganz, ganz Tolles entdeckt. Aber wir werden natürlich auch wieder Übungen machen. Sie sind natürlich herzlich eingeladen, die eine oder andere Übung auch mitzumachen. Denn Kerstin sagt uns, warum es so wichtig ist, eine kräftige Muskulatur zu haben. Genau. Ja, das werden wir heute von Kerstin erfahren. Manuel Möbius ist da, Wege zum Glück. Da lebt doch und jubelt die Seele wieder auf. Da freuen wir uns sehr. Heute geht es allerdings um das Thema, aber auch das gehört dazu. Was ist Angst? Ja, und wie können wir sie besiegen? Da wird Manuel uns den einen oder anderen Tipp geben. Möglicherweise gibt es auch Fragen gegen die Angst. Die Angst möglicherweise. Und der Bär, sagt die Regie, ja, selbstverständlich, das ist Magnus. Der wird vielleicht nachher auch noch die eine oder andere Frage beantworten. Gucken wir mal. Sind wir sehr gespannt. Ja, sieht intelligent aus. Also Ängste, ich meine, mit Ängsten bist du wahrscheinlich auch ein Stück weit konfrontiert, weil natürlich, wann immer man sich in ein Quiz begibt, das kennt man ja so gerade so im Fernsehen, natürlich, wer wird Millionär? Du kannst der absolute Held werden oder bist der Oberdepp, weil du bei der 250-Euro-Frage schon ausscheidest. Also ist das so bei den Quizveranstaltungen, die du so machst, ist das da auch so, dass die Leute auch teilweise mit Ängsten reingehen? Meine Güte, ich blamier mich. Nein, eigentlich steht ja der Spaß im Vordergrund. Und dadurch, dass man ja mit mehreren in einem Team sitzt, muss man ja nicht so alleine Angst haben, dass ich jetzt eine Frage nicht weiß, sondern man kann ja immer noch hoffen, dass die anderen von seinem Team das eben wissen. Ne? Bei mir ist es eher. Es sind keine Einzelquiz. Das ist quasi so eine Art Betriebsquiz, Firmenquiz. Genau, es ist immer, also ob es jetzt ein Firmenquiz oder ein Kneipenquiz ist, es ist immer so, dass man zu fünft oder sechs in einem Team ist und dann eben Fragen beantwortet. Man sitzt nicht alleine auf dem Stuhl, wie bei Günther Jauch oder so, sondern man ist immer im Team zusammen und kann da zusammen rumknobeln. Und das ist auch das Schöne. Muss man auch gar keine Angst haben. Nee, eben. Weil es ist ja, wenn man Angst hat, weiß ich, kennst du vielleicht auch noch, weiß ich, irgendwelche Prüfungssituationen oder so, immer wenn man Angst hat, dann blockiert es natürlich hier oben und dann fallen einem Antworten, die man eine Minute vorher noch wusste, die fallen einem nicht mehr ein. Genau. Geht das auch manchmal in den Quizgeschichten auch so, weil man unter Zeitdruck möglicherweise ist? Arbeitet ihr mit Zeit? Also nein, ihr habt eine Minute oder nein, sowas? Nein, also wir sind da entspannt. Wir lassen denen schon die Zeit, die sie brauchen. Außerdem ist ja eine Runde, hat ungefähr 12 Fragen. Und man kann ja auch eine Frage, wenn einem im Laufe der anderen Fragen die erste Antwort doch einfällt, dann kann man die ja dann immer noch aufschreiben. Ach, gut, also man hat eine ganze Runde Zeit, alle Fragen zu beantworten. Also nicht mal der zeitliche Druck, weil das ist, glaube ich, auch immer sowas. Ne? Ja. Wenn man zeitlichen Druck hat, dann so, hab ich's ja es lag mir auf der Zunge. Also kriegst du das so mit? Also wenn du beobachtest natürlich dann auch die Leute. Also du leitest ja solche Quizveranstaltungen unter anderem an, auch mit anderen Moderatoren gemeinsam. Genau. Kriegst du das dann so mit, wie die Leute ticken, wie die dann wirklich, ich hab's eben noch, ich hab's eben. Werden die dann noch richtig laut? Die kommt nicht raus, die Antwort? Ja, naja, vor allen Dingen ist es ja auch so, wenn man halt eine Antwort eben geben muss und im Team, da sind sich mindestens zwei, drei Leute sicher, meine Antwort ist die richtige. Ne? Ja. Und da ist bestimmt auch eine richtige dabei, aber dann auf denjenigen zu hören, der dann auch wirklich die richtige Antwort dann weiß. Das ist dann manchmal eben die Herausforderung. Und was du gesagt hast mit diesem, ich weiß es doch, wir haben auch so ein Music Memory, wo man 10 Songs nur so ganz kurz anspielt und da sehe ich ganz oft, dass die sagen, Mensch, das weiß ich ganz genau, wer das gesungen hat. Ich weiß es, aber es kommt nicht raus. Nee, es kommt dann vielleicht nicht raus. Also ist für dich wahrscheinlich auch, nicht nur für dich, sondern auch für alle anderen Beteiligten wahrscheinlich immer spannend, das zu beobachten. Ja. So Charakterstudien, oder? Was du ja gesagt hast. Also drei Leute wissen die Antwort und welches von diesen drei Alpha-Tieren setzt sich jetzt durch? Also tritt das dann so wirklich hervor, die Charaktere, die sonst vielleicht immer so ein bisschen unter der Oberfläche bleiben, also so im Büro, weil du ja sagst, ihr veranstaltet dann auch so Firmenquiz im Büro, versuchen ja dann immer so ein gewisses Bild von sich nach außen zu transportieren und beim Quiz fällt das völlig in sich zusammen, also gibt es so eine Entdeckung? Das kann sein, da muss man aber auch wirklich besonders aufpassen, weil gerade, wie du beschrieben hast, diese Alpha-Tiere, die sagen dann,
ich weiß die Antwort, das weiß ich hundertprozentig, stimmt es. Und derjenige, der vielleicht eben nicht so dominant ist, der aber vielleicht wirklich die richtige Antwort weiß, sich aber nicht traut, gegen dieses Alpha-Tier sich durchzusetzen, sagt dann vielleicht ganz zaghaft, ich glaube, es ist eher das. Und dann weiß man, okay, das Alpha-Tier hat nicht recht gehabt. Dann hört man vielleicht in der nächsten Runde doch vielleicht lieber auf den, der so ein bisschen zögerlich und schüchtern ist und denkt sich, naja, vielleicht ist der andere doch eher dominant, aber weiß eben nicht alles. Ja, also dann braucht man halt ein gutes Team. Und genau, das ist ja eben auch, also eben eine gute Teamarbeit kristallisiert sich dann eben auch aus, was gute Teamarbeit tatsächlich an Wert haben kann. Ne? Vor allen Dingen derjenige, der dann auch die Antworten aufschreibt, ist ja sozusagen derjenige, der auch die Entscheidung trifft. Und der muss am besten die beste Menschenkenntnis in seinem Team haben, um dann zu wissen, wem vertraue ich jetzt, wenn ich es nicht selber weiß. Ne? Also wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen? Denn du hast ja die Quiz Factory ins Leben gerufen, hast mit solchen Quizveranstaltungen angefangen. Wie kam es dazu? Also hast du Wer wird Millionär gesehen und gesagt, Mensch, Skinner ist ja ein Quotenhit. Sowas müssen wir jetzt mal im realen Leben auch hier draußen machen? Nee, also ich muss sagen, ich war schon immer ein Quizfreund. Also ich habe wirklich die ganzen Ratesendungen, die es im Fernsehen gab, alle gesehen. Jeopardy, Wer wird Millionär, Dalli damals schon und keine Ahnung, ganz alte Sachen. Und auch Trivial Pursuit habe ich immer gespielt mit meiner Familie. Und dann kam es irgendwann auch, das hat, glaube ich, Radio Fritz als erstes, was ich weiß, in Berlin eingeführt, dieses Kneipenquiz. Mhm. Da war das noch, da hat die Kneipe gegen den Moderator Tommy Bosch im Studio gespielt. Und da war ich halt auch immer gleich dabei, mit als Team und so. Und habe das quasi als Beteiligte miterlebt. Und dann haben wir es irgendwann für Freunde, die ein Café eröffnet hatten. Und die brauchten noch irgendwie so ein bisschen ein paar Leute, die da hinkommen. Und haben gedacht, mach doch mal ein Quiz, ein Kneipenquiz. Das macht total viel Spaß. Und die Leute haben Spaß und kommen dann da gerne hin. Und dann hatten wir es eigentlich nur gedacht, wir machen das vielleicht einen Sommer lang. Und daraus sind dann 4 Jahre geworden. Und ja, und dann hat sich das alles so weiterentwickelt. So schnell geht das mal. Wir gucken mal rein. Du hast einen Film mitgebracht, wie es denn bei euch so zugeht, wenn so ein Quiz veranstaltet wird. Das ist so vom Anfang sogar, dieser Film. Heute wird jede Gehirnregion aktiviert. Da bin ich sogar dabei gewesen. Und genau, dann wird dann halt immer, es sind 3 Runden, am Ende wird dann ausgewertet. Und dann gibt es für den Rundensieger, der kriegt dann in der Regel nur eine Runde Schnaps. Und dann der Sieger am Ende. Bietet sich an in der Kneipe. Ja, genau. Dann wird auch die ganze Atmosphäre auch wieder lässiger und lockerer. Und man kann euch auch, also ihr veranstaltet, sag mal, so ganz, ganz offizielle Quiz-Veranstaltungen, ich glaube 2-mal im Jahr in Berlin. Genau, das Berliner Firmenquiz habe ich ins Leben gerufen sozusagen. Also da war die Idee, es gibt ja so Berliner Firmenläufe, wo auch eben Kollegen zusammen in einem Team zusammen rennen. Und da habe ich halt gedacht, naja, man könnte das doch auch mit einem Quiz machen, dass man halt mit Kollegen herkommt, aber nicht rennt, sondern eben ratet, ne, oder quizt. Ja, ja. Und das hatte ich dann im letzten Jahr das erste Mal gemacht und das kam gut an. Und wir machen ja auch einen Kneipenquiz und ich habe gemerkt, beim Firmenquiz ist nochmal eine ganz andere Anspannung oder irgendwie man ist dann doch noch ein bisschen ehrgeiziger, also mit den Kollegen zusammen, als wenn man nur mit Freunden zusammen ist. Und es hat nochmal eine andere Dynamik, die auch sehr spannend und sehr viel Spaß macht. Ja, werden wir nachher mal noch ein paar Bedienstete fragen. Ja, genau. Danny und Magnus kommen nämlich nachher. Die haben in unserem Namen quasi für Astro TV teilgenommen. Waren gar nicht so schlecht. Ich frage dich nachher, wenn die beiden hier sitzen, wie die sich so benommen haben und ob sie denn das auch alles ganz, ganz prima beantwortet haben. Werden wir mal hören, was die beiden zu sagen haben, wie es in diesem Quiz so losging. Und den Bären? Und den Bären können wir gerne auch dazu noch fragen. Dem habe ich vorhin schon Fragen gestellt. Der hat nichts gewusst. Ist er vielleicht noch schüchtern? Ein bisschen, wahrscheinlich aufgeregt, sehr aufgeregt. Okay. Wir haben etwas in der Verlosung natürlich. Ja, da lässt es ihn, aber es ist okay. Der kann sich entspannen. Das spirituelle Tischgespräch, auch wunderbare Fragen und Antworten, wenn Sie dieses tolle Spiel von welchem Verlag ist es eigentlich? Ich muss mal gucken. Steht da was? Aquamarin Verlag, das ist der Aquamarin Verlag. Ja, das darf man an der Stelle auch mal sagen. Ja, ist sehr bekannt, einer der bekanntesten Spieleverlage überhaupt. Vom Aquamarin Verlag, also wenn Sie dieses wunderbare Spiel gewinnen möchten, dann beantworten Sie uns folgende Frage. Was macht Quiz Factory Berlin? A, das Quiz als Firmenfeier oder B, alkoholfreie Limonaden?
Also neue Geschäftsidee möglicherweise. Denkst du nochmal drüber nach. Rufen Sie uns an unter der 0137 988 1404 und aus Österreich und der Schweiz unter der 0901 050 190. 18 Jahre alt müssen Sie sein, wenn Sie bei uns teilnehmen möchten. 50 Cent kostet der Anruf aus dem Festnetz, aus dem Mobilfunknetz. Das wissen Sie, kann es immer etwas teurer sein. Bis 15 Uhr sind die Leitungen geschaltet. Und die Teilnahmebedingungen finden Sie wie immer auf astrotv.de. Viel Erfolg, toi 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 und jetzt rundum fit. Ja, bei dem Wetter kann man natürlich auch gerne mit dem Kanu jetzt mal über die Spree oder die Havel daddeln. Ne? Das wäre eine Variante. Aber wir gehen mit dir jetzt nicht. Vielleicht hat man ja gleich Vitamin D3. Auch noch, genau, die Sonne. Also bitte auch nicht gleich in den dicken Mantel einhüllen, sondern auch ein bisschen Sonne an die Haut lassen. Genau. Das kann nicht schaden. So, aber heute gehen wir nicht ins Wasser. Nee, heute gehen wir nicht ins Wasser. Ich habe mir mal so zu Hause überlegt. Ich zeige ja immer einige Übungen und wir sprechen ja auch über Sport, über Kraftsport, über Ausdauer. Und was ja allgemein bekannt ist, ist, dass Ausdauersport natürlich ein gutes Herz-Kreislauf-Training ist. Und Muskeltraining, also wo wir Muskulatur aufbauen, das verbinden ja die meisten Menschen eher mit Muckibude. Ja, mit Pumpen im Studio, genau. Gepumpt, ordentlicher Bizeps, viel Muskeln und kernige Figur. Ja. Wie man an mir sieht, mache ich täglich. Genau. Und viele Menschen sind aber der Meinung, dass Muskeltraining nichts für sie ist. Aber man muss dazu sagen, Muskeltraining wird immer mehr von Medizinern auch empfohlen, weil Muskeltraining hat nicht nur den Vorteil, dass wir unseren Körper modellieren können, dass der Körper einfach ein bisschen straffer ist, egal wie intensiv wir es machen, sondern Muskeltraining schützt den Körper vor allen Dingen auch vor Osteoporose. Also viele Menschen haben ja Angst, Osteoporose zu bekommen und sind dann der Meinung lieber, oder haben vielleicht schon eine leichte Osteoporose und sind dann der Meinung lieber kein Muskeltraining zu machen, um das nicht zu fördern. Aber es ist genau das Gegenteil der Fall. Wenn wir unsere Muskulatur anstrengen, bekommt der Körper Signale, dass wir einen aktiven Körper haben und er fängt an, sämtliche Stoffwechselprozesse anzukurbeln, sodass der Körper einfach von Osteoporose geschützt ist. Ja, und irgendetwas muss ja schließlich unser ganzes Skelett, die Knochen tragen. Genau. Und das sind dann die Muskeln. Und sagen die Ärzte ja auch immer wieder, ab einem gewissen Alter, ich glaube ab 30 oder 35 oder sowas, fängt die Muskulatur an quasi zu schwinden, sich abzubauen. Und da muss man schon auch ein bisschen in Bewegung bleiben und ein bisschen was tun, damit die Muskeln nicht komplett verschwinden. Also beispielsweise Rückenmuskulatur. Ne? Also wenn wir viel sitzen im Büro und uns natürlich immer alles wehtut, auch der Nacken liegt unter anderem daran, dass wir uns auch sonst nicht bewegen und die Muskulatur einfach nicht stark genug ist. Ne? Weil die Botschaft heute soll einfach sein, dass Muskeltraining nichts mit Muckibude zu tun hat. Natürlich gehen wir in die Muckibude, wenn wir wollen, ja, um unsere Muskeln zu trainieren. Aber die Botschaft heute ist wirklich die, dass Muskeltraining ganz gesund ist für unsere Skelettmuskulatur, Schutz vor Osteoporose und was ganz, ganz wichtig ist, worüber sich die wenigsten Menschen eigentlich Gedanken gemacht hat, es schützt vor allen Dingen auch vor Depression und vor Niedergeschlagenheit, weil gerade auch wenn wir älter werden, ist es ja oftmals so, dass wir weniger schaffen. Und wenn es uns nicht so gut sind, wir sind niedergeschlagen, wir fühlen uns nicht wohl, wir sind traurig, was auch das Leben manchmal so für Abenteuer uns zu bieten hat, positiv wie negativ. In dem Moment, wo ich anfange, Kraftsport zu machen und ich merke, ich schaffe immer etwas mehr, macht mich das automatisch auch mental stärker. Und es ist so, dass also viele Ärzte gar nicht mal sagen, du musst jetzt viel Bizeps machen, Trizeps machen, sondern dass wirklich gesagt wird, such dir eine Sportart, das kann laufen, das kann tanzen sein, das kann wirklich Kraftsport sein. Du brauchst eine Sportart, die dich herausfordert, die dir Spaß macht, wo deine Muskulatur, deine Ausdauer trainiert wird, weil in dem Moment, wo ich das schaffe, du kennst es ja, früher war es mal so, wenn Leute Rock'n'Roll getanzt haben und die haben die Rock'n'Roll-Runde richtig durchgetanzt, ja. Alleine der Spaß, aber hinterher das Lied oder zwei, drei Lieder hintereinander geschafft zu haben, dieses Mensch, ich habe es immer noch geschafft, ja. Das ist eigentlich der positive Aspekt vom Sport, beziehungsweise gerade vom Muskeltraining. Jetzt ist Schach ja auch eine offizielle Sportart.
Ja, mit dem Finger dann vielleicht ein bisschen, ja. Aber für Schach wäre beispielsweise, denn du hast noch was anderes mitgebracht, nämlich die Tamarinde. Also Schach ist quasi dann, ist ja ein Denksport. Also da strengt man die Hirnmuskulatur an. Ach, jetzt liegen mir schon die edlen Sachen hier aus der Kiste. Die gute Tamarinde hast du gefunden. Ja, und zwar, ich war neulich einkaufen und habe zufälligerweise im Supermarkt die Tamarinde gefunden. Und die Tamarinde, das ist ja ein indisches Fruchtgewächs, kann man eigentlich sagen. Wird als indische Dattel auch bezeichnet. Genau, und die ist so, die nimmt man gerne für Chutney oder damit. Also ich finde, die schmeckt auch so total lecker. Also ist meine Lieblingssoße beim Inder. Also wenn man vorher so Vorspeise hier das geträumtes Naanbrot bekommt, dann gibt es immer so eine grüne Soße. Das Naanbrot. Also. Dann gibt es immer eine grüne und eine rote Soße. Und die rote Soße ist im Normalfall Tamarindensoße. Genau. So leicht süßlich. Und wenn man die jetzt aufbricht, also ich kann sie ja mal aufbrechen, dann hat die hier innen drin, dann sieht die einfach so aus, das muss man auseinanderpolken, sage ich mal so, hier. Und das kann man dann sozusagen abknabbern. Und da drinnen sind so kleine, feine Kerne. Ja. Und das schmeckt total. So ein bisschen wie eine Erdbeere, ne? Mhm. Also es schmeckt richtig lecker. Mhm. Muss ich mal, wenn es dir nicht... Ja, bitte, nee, überhaupt nicht. Aber meine lieben Zuschauer, das Wichtigste an der Tamarinde, dass die nicht nur gut schmeckt, sondern, wir sind ja hier beim spirituellen Sender. Ist auch wirklich wie Dattel, so entschuldigen. Ja. Mhm. Die Menschen, die sagen, ich möchte gerne meine Intuition stärken, ich möchte mehr Hellsicht haben, ich möchte die Dinge mehr im Voraus erkennen, mein Bauchgefühl stärken. Da ist ja allgemein bekannt, dass wir immer dafür sorgen müssen, dass unsere Zirbeldrüse gereinigt ist von Fluorid. Das ist ja schon öfters hier mal erwähnt worden. Und das eine ist die meditative Übung, die wir machen können, aber auf der körperlichen Ebene, alleine, wenn man am Tag 10 Gramm Tamarinde isst, die übrigens auch, die schmeckt wirklich gut, die kann man auch mal abends ein bisschen vor ins Fernsehen knabbern, reichen im Grunde genommen schon 10 Gramm. Wenn Sie das 3 Wochen lang wirklich jeden Tag essen oder einfach zwischendurch, reinigt diese Tamarinde den Körper von Fluorid. Und wo ist Fluorid am meisten drin? In der Zirbeldrüse, aber auch Ablagerungen im Körper. So, beim Entsorgen, liebe Regie, ist mir schön, dass... Ohr abgefallen, also ihr könnt mir jetzt nichts mehr sagen, muss mal gleich jemand reinkommen, das wieder alles anbringen. Also, ja. Aber das so passiert, ist, passiert. Genau. Also das kann ich Ihnen nur empfehlen und Sie werden merken, also der Kopf wird freier und gerade so, also ich verbinde ja Hellsicht jetzt nicht immer mit hellseherischen Fähigkeiten, die viele Menschen haben, sondern Hellsicht hat auch was für mich zu tun, intuitiver und instinktiver durchs Leben zu laufen, um zu sagen, mein Bauchgefühl hat mir gleich gesagt, ich hätte es anders machen müssen. Also das ist für mich auch hellsicht oder hellfühlend. Und wenn Sie da was für sich tun möchten, außer vielleicht immer nur meditieren, besorgen Sie sich die Tamarinde. Man kann die auch im Glas kaufen und kann die auch zum Kochen verwenden. Aber ich finde, wenn man sowas knabbert, also ich war begeistert. Ja, und ein gutes Bauchgefühl führt einen ja dann auch zu den Lebensmitteln, die einem gut tun. Also wenn man sag mal, vor der Obst- oder vor der Gemüsetheke steht und dann mal so guckt, einfach mal sein Bauchgefühl sprechen lassen. Also mit der Kiste erst nichts anfangen. Da war Tamarinde und bin dann nach Hause und habe gegoogelt und dachte, Mensch, die reinigt die Zirbeldrüse und die hat so viele Nährstoffe. Und ich gleich wieder hin, das ist übrigens bei einem kleinen Edeka gewesen, in Pankow, wo ich wohne, habe ich zu dem Filialleiter gesagt, sie haben ja Tamarinde. Da sagt er ja, seit 3 Monaten im Sortiment. Also es wird überall aufgerüstet. Der kommt auf Ideen. Ja. Liebe Kerstin, wir machen gleich im zweiten Teil, nachdem wir ordentlich Tamarinde gegessen haben, werden wir was für die Muskeln tun. Genau. Hast du ein paar Übungen mitgebracht, freue ich mich schon sehr drauf. Jetzt haben wir für Sie, liebe Zuschauer, die Wege zum Glück. Wege zum Glück. Manuel Möbius ist bei mir. Manuel, ich freu mich sehr. Ja, du hast schon sehr gut vorbereitet. Eigentlich kann ich es auch ohne Notizen, aber bevor ich nachher aus Angst ein Blackout bekomme, das ist ja immer so das große Thema. Und du hast, du besiegst die Angst eben mit diesem Hilfsmittel und so findet jeder seine Methoden, um Ängste zu besiegen. Obwohl es ja eigentlich nicht das richtige Hilfsmittel ist. Normalerweise ist das ja, wenn ich mir das immer schön alles aufschreibe, ja kein Hilfsmittel mehr, sondern es ist ja etwas, wo ich selber merke, es ist
ja, so eine Art Stütze, die ich aber dann jedes Mal neu organisiere. Wenn ich mir jetzt irgendwie einen Kugelschreiber hole, den ich dann immer in der Hand halte und der mir irgendwie die Kraft gibt, das wäre natürlich was anderes, was dann an Energie dann auch generell was spendet. Aber ja, ja, wo kommt die Angst eigentlich her? Die Angst kommt vor allen Dingen aus dem... ja, aus der Steinzeit. Der Druck zu überleben, daher kommt Angst, weil wir natürlich irgendwie alle mit den Tieren da mehr zu tun hatten in der Natur, die uns auch essen konnten. Und, ja, also ein Säbelzahntiger, da hatten wir damals nicht so wirklich die Möglichkeit, nicht so die größten Chancen, ne? Dagegen uns zu wehren. Und ja, mittlerweile haben sich die Ängste so ein bisschen verlagert. Also von dem Überleben, das wir ja in Deutschland irgendwie alle ziemlich gesichert haben durch das gute soziale Netz, sind es eher dann doch tatsächlich Existenzängste, die wir heutzutage haben. Und soziale Ängste, die sind ganz, ganz ausgeprägt, ganz viel, ganz schlimm. Was Angst sind denn das für soziale Ängste? Also einmal die Angst vor Zurückweisung, dass wir natürlich uns nicht trauen, mit Menschen ins Gespräch zu gehen, weil wir immer diese Angst haben, das ist auch eine Urangst, dass wir zurückgewiesen werden könnten. Und dann natürlich auch die Angst, nicht genug zu sein. Also nicht genug, nicht perfekt zu sein, dass die Leute sagen, ach komm, lass mal, du kannst das sowieso nicht. Und diese Ängste, die sind in der, gerade in unserer Bevölkerungsschicht, wo es so viel auf Leistung ankommt, sehr verbreitet. Deswegen nehmen auch viele irgendwelche Drogen oder schmeißen sich Pillen ein, um gegen diese Ängste zu arbeiten. Und diese Ängste können verschiedenste Sachen auslösen, können zum einen natürlich Leistungsunfähigkeit auslösen, weil wenn man Angst hat, das weiß man selber, dann ist man einfach nicht mehr konzentriert, weil der Körper auf Flucht programmiert ist und das ganze Blut vom Gehirn in die Extremitäten geht und ins Herz und wo man also wirklich bereit ist, sofort, also fight or flight, das ist ja so dieser englische Kämpfen, Spruch dazu. Kämpfen oder fliehen, das sind so die Varianten und da brauchst du halt alle Energie, brauchst du dann im Körper und eben nicht mehr im Geist, im Kopf. Genau, deswegen auch die Gefahr vor Blackout, deswegen, obwohl ich hier schon so oft gestanden habe, man ist ja doch immer noch irgendwie aufgeregt, das kriegt man einfach nicht weg, das ist normal. Ja, einmal das und dann kann natürlich auch aus einer Angst irgendwann eine Panikattacke werden und das kann natürlich dann, wenn man das über Jahre so laufen lässt, auch irgendwann chronisch werden, dass man mit einfachen Methoden das gar nicht mehr retten kann, dass man also wirklich einen Arzt oder einen Psychologen, Psychotherapeuten braucht, der einem das dann, irgendwie mit Gesprächstherapien, es gibt ja die verschiedensten Arten, das dann wegtherapiert. Ja, und die Ängste, die wir... Alle haben oder die uns alle umgeben, haben natürlich damit zu tun, die kommen hauptsächlich durch unsere Erziehung. Das ist ganz klar. Als Kind wird uns einiges mitgegeben, genau. Es ist ja auch ganz gut so, weil ein kleines Baby, das krabbelt bis ans Ende der Couch und geht dann auch, krabbelt auch weiter und fällt dann runter und stößt sich den Kopf. Also nimmt man das so und sagt nein. Und natürlich auch durch unser Umfeld. Also wir haben ja immer so eine gewisse Peer Group, also eine Gruppe an Menschen, die uns umgeben, die uns natürlich auch Ängste einreden. Und wenn man das dann adaptiert auf sich selbst und sagt, okay, das ist in meinem Umfeld als gefährlich angesehen, obwohl es vielleicht gar nicht gefährlich ist. Das ist nämlich das, wo ich gleich hinkommen werde, wie wir die Ängste wieder wegbekommen, die eigentlich total Unsinn sind. Ich meine, klar, wenn man an der Klippe steht, dann sollte man nicht weiter vorgehen, dann fällt man runter. Aber so bestimmte Ängste, die wir einfach haben, die in bestimmten Situationen überhaupt nichts wert sind. Ja, gibt ja auch, also weil du ja auch drüber gesprochen hast, ja, genüge ich, bin ich gut genug für das, was ich mir da vornehme? Also gibt es ein prominentes Beispiel, weil es jetzt gerade in den Medien wieder war, weil sich's irgendwie gejährt hatte, gab es ein Jubiläum, Reinhold Messner, die Besteigung des Mount Everest ohne künstlichen Sauerstoff, also ohne Sauerstoffmaske, haben die Ärzte damals gesagt, das ist nicht möglich. Und wirklich, Ärzte sagen dir, das geht nicht. Und wenn du das machst, also wenn du überhaupt es überleben solltest, dann nur mit schwersten Schädigungen des Hirns. Ja. Messner hat es gemacht und auch nicht allein, ich glaube mit Haberland gemeinsam hoch. Richtig. Die haben das gemacht, entgegen des ärztlichen Rats. Und es hat die nicht geschadet, sie haben es überlebt und haben auch keine schwerwiegenden Hirnschäden davon getragen. Also man muss sich dann auch etwas trauen, selbst wenn es umfällt. Und in dem Fall waren es Ärzte eben sagt, das geht alles nicht. Man muss sich davon einfach loslösen. Natürlich nicht, wenn es wirklich lebensgefährlich ist. Genau. Also das hätte auch schief gehen können. Ja. Also bei solchen extremen Geschichten logischerweise. Also höre ich auch lieber auf einen Arzt und sage, okay, wenn der sagt, das geht nicht, mache ich es vielleicht nicht. Aber bei einem Reinhold Messner, der ist ja auch dafür
da gewesen, quasi extrem Dinge auszutesten und zu gucken, wie weit kann ich gehen. Das ist natürlich auch nichts für jeden. Ne? Das stimmt. Ja, und wenn der Zuschauer Lust hat, gerne sich eine Angst aussuchen, sei es Höhenangst oder sei es irgendwelche Panikattacken. Gleich zum zweiten Teil werde ich dann mal gucken, wie wir diese Ängste wegbekommen. Es gibt ein paar Richtlinien, wie man Ängste wegbekommt. Richtlinien klingt so blöd. Aber ja, aber so ein paar Techniken. So, genau, ein paar Techniken, ja. Kleiner Leitfaden und mal gucken. Ach, sehr gut. Ja, gucken Ängste wir uns gleich wegbekommen. Mal an. Also, vielleicht werden wir ein paar los. Wir können uns ja alle ein paar Ängste mal überlegen und dann... Hauen wir sie weg. Hauen sie mit weg. Deiner Hilfe. Sehr gut. Dann gucken wir uns jetzt gemeinsam ein paar werberelevante Hinweise an. Spannend. Was meinst du? Ja, spannend. Das, ne? Ja, gucken wir mal rein. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 07 10014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energien. Michaela Berger Kartendecks, jetzt neu. Der hermetische Rat nach Lenormand in verschiedenen Varianten, koloriert oder in Schwarz-Weiß mit diversen Zusatzkarten. Erstmalig auch die universellen Gesetze und Kind of Magic, das Beziehungsspiel der Extraklasse. Alle Antworten zum Thema Liebe und Beziehung, die besondere Art des Kartenlegens in höchster Qualität. Die Kartendecks von Michaela Berger finden Sie unter www.michaelaberger-hermetik.com. Bestellungen auch unter der Rufnummer 09133 60479 16. Sie heißt No Eyes, geboren in Minnesota im Indian Nation Reservat. Ihre Gabe ist die Hellsichtigkeit. Sie sieht alles in der Aura und bietet außerdem spirituelle und hellsichtige Lebensberatung an. Sie ist stets im direkten Kontakt zur geistigen Welt. No Eyes arbeitet mit der Medizin der Mutter Erde, um die Selbstheilungskräfte des Körpers und der Seele anzuregen. Bringen Sie Körper, Geist und Seele in harmonischen Einklang. Tauchen Sie ein in die mystische Welt der Indianer. Yvonne Krause von der Quiz Factory Berlin ist bei uns und auch Teilnehmer dieses wunderbaren Quizzes. Magnus und Danny, die besten Teilnehmer. Ja, die besten Teilnehmer. Echt? Hat das Team gewonnen? Also, ich meine, wir können das Team ja mal zeigen. Das war am 19.04., also noch gar nicht so lange her, einen knappen Monat ist es her. Nein, sie haben nicht ganz gewonnen, aber glaube ich ganz knapp. Nee, wir waren ja mit 3 Teams vor Ort und wir sind 7., 8., 9. geworden. Ja. Wobei Astro TV 9. geworden ist. Ah, und es gab 9 teilnehmende Mannschaften. 30. 30, ja, dann gut. Das war aber, ich weiß gar nicht, ob ihr darüber geredet habt, weil da steht ja auch, ne, unser Teamname Astro Royal. Ja. Das fand ich auch super, dass jedes Team sich einen eigenen Namen geben konnte. Und da waren sehr, sehr lustige Sachen dabei. Zum Beispiel war vom BKA war eine Truppe da, die haben sich... Die Uninformierten. Genau, die Uninformierten. Oh, Uninformierten. Genau. Die haben übrigens gewonnen. Also Platz 2. Oh. Mhm. Ja, guck, siehst du? Das ist, wer beim Geheimdienst arbeitet, der weiß einfach. Bundeskriminalamt. Ja, auch die wissen. Ich glaube, die hatten über Mikro seine Tischen und waren. Ja, mit Sicherheit. Bei allen anderen mitgehört, weil wir hatten eigentlich die wirklichen Antworten. Nee, aber ich muss mal ganz kurz grundsätzlich sagen. Ich fand es, was mir direkt von Anfang an sehr gut gefallen hat, war, dass es super organisiert war. Also ich bin ein großer Fan davon, wenn man nicht einfach irgendwas macht, sondern wenn man eine Struktur dahinter erkennt, die in der Durchführung halt dann auch super funktioniert. Also das Ankommen war fein mit den Fotos, die dann auch das gemacht mit den wurden. Das fand ich auch sehr cool, einfach als eine schöne Erinnerung, damit man nicht ständig selber irgendwie mit dem Handy da rumhängt, sondern tatsächlich irgendwie mit seinem Team ist und man quatscht. Genau, dann die Aufteilung der Tische, also man wurde schon gesetzt. Dann auch, es gab halt immer so 3 Runden, 12 Fragen. Und es gab keine Längen und es war auch nie so, dass man sich gedacht hat, jetzt könnte ich mal eine Pause brauchen. Also selbst die Raucher, die dabei waren, und das war dann auch schön, ne? Also nach 12 Fragen und dann geht's raus und dann mit anderen Teams. Oh Gott, wer war denn Bürgermeister? Macht ihr denn die aktuellen Fragen noch mal irgendwo? Nicht, dass ich irgendwas verrate. Kannst du noch mal. Okay, das hat ja auch, das fand ich auch schön, so ein Berliner Kolorit, ne? Also dass so auch Berlin-thematische Fragen waren. Wer war Bürgermeister, als die Mauer gebaut wurde und wer, als sie gefallen ist? Ja, und das war lustig, da hat zum Beispiel ein Team gesagt, als die Mauer fiel, war das David Hasselhoff.
Ja, ist ja, auch eine gute Antwort. Super Antwort. Ja, ja. Also du solltest also extra Punkte geben. Ja, und man hat auch in der Moderation gemerkt, dass die halt alle, also die kommen ja vom Radio, vom Fernsehen. Es liegt auch wirklich nicht so fern mit David Hasselhoff. Also es gab ja, es gab dann, zum 25-jährigen Jubiläum gab es tatsächlich eine Dokumentation, ich glaube von National Geographic oder Discovery Channel, die hieß auch, das ging um David Hasselhoff, wie ich die Mauer zum Fallen gebracht habe. Ja. Ja. Er alleine. Ja. Er alleine. Ja. Durch sein Looking for Freedom Gesang am Brandenburger Tor. Das hat, ja. Ja, und auch sonst war halt alles wirklich super. Also wenn dann, ich hatte auch mal eine Nachfrage, es ging dann um die Olympiagewinner aus Berlin, aus welchen, wer da irgendwie dabei war. Und dann hatte ich gefragt, ob auch Mannschaften dazu zählen, weil das Eishockey-Team hat ja, also da war jemand dabei. Und auch da, meine Frage wurde dann halt auch für alle gestellt, ne, damit jeder da auf dem gleichen Wissensstand ist. Also ich fand das mit der Durchführung also man hatte auch nicht das Gefühl, dass die eine Sekunde da das Heft nicht in der Hand haben. Ich habe ihm auch viel Geld gegeben, dass er das jetzt auch sagt. Ne? Wir hätten euch sonst nicht eingeladen. Das ist ja auch ein bisschen vorankommen. Ne? Also Magnus hätte euch sonst nicht eingeladen. Genau, das ist ja auf meinem Mist gewesen. Ich muss auch sagen, die Räumlichkeit war super. Ich war auch ein bisschen erstaunt. Das war ja meine Sorge. Was heißt Sorge? Stimmt auch nicht so ganz. Aber dass die Tische ja doch relativ nah beieinander standen. Ja, und man halt schon irgendwo dachte, so genau, man hört da irgendwie mal rüber. Aber um ehrlich zu sein, man war dann doch irgendwie so mit seinem Team beschäftigt und dieses gemeinsame Team von, was waren wir, 5 Leute, da so dran geknobelt hat irgendwie an den Aufgaben, dass man gar nicht so wirklich den Raum dafür hatte, jetzt noch mal in andere Teams irgendwie reinzuhören, wie es bei denen eigentlich antworttechnisch so aussieht. Wir haben auch dazwischen auch wahnsinns laute Musik, ne, damit man auch akustisch gar nichts... Das ist natürlich auch ganz schlau. Und die Musik, also habt ihr die Musik überhaupt wahrgenommen? Also lief? Also was liefen da? Das kann ich dir jetzt so nicht mehr sagen. Ist ja auch schon ein bisschen her. Also ist das schon, ja, spielt ihr was Aktuelles oder dann so Sachen aus den 80ern oder irgendwas? Ja, also eigentlich eher aktuell, aber es kann auch mal was Älteres dabei sein. Ja. Also was ihr überlegt euch da jetzt kein Motto an Musik? Nee, das war auch. Aber was ich halt sehr gut fand, war auch die Durchwachsenheit der Fragen. Also es waren jetzt nicht immer nur Quizfragen, sondern wie man ja zum Beispiel an diesem Bild hier halt auch sieht, diese Kreativgeschichten. Dass man eben, also wo es dann halt nicht darum geht, eine richtige Antwort zu liefern, sondern halt irgendwie versuch einfach mal das Schönstmögliche daraus zu machen. Fand ich einfach eine echt oder schöne Idee. Oder auch Berliner Haltestellen anhand von Emojis raten. Ja, genau. Ne? Also wo dann Zettel verteilt. Yes, ich soll nicht nach Walking on Sunshine fragen. Ach, vielen Dank. Dennis Lieblingsfrage, ja. Und zum Thema Alpha-Tier können wir auch noch mal gleich was sagen. Ne? Ja, das war nämlich genau der Punkt. Danke, Dani. Nee, es war tatsächlich so, dass es dann diese Musikfragen gab. Dann wurde ein Lied eingespielt. Und die Idee dahinter war, das erste Team, das Stopp sagt, also das meint den Titel zu kennen, dann wird für alle die Musik ausgemacht und man darf auch nicht mehr weiterhören. Und muss halt eben sagen, welcher Titel das ist. Und das war das Team im letzten Song übrigens. Ja. Die haben es aber auch richtig. Ja, ne? ja. Und dann gab es eben den Walking on Sunshine-Moment, weil 4 Leute am Tisch gesagt haben, Walking on Sunshine. Und ich habe gesagt, es ist Valerie von Amy Winehouse. 100%, weil ich einfach dieses Lied in einem anderen Kontext auch sehr oft gehört habe. Und wenn man mal reinhört, der Anfang ist auch ein bisschen ähnlich mit diesem Drum-Solo. Ist dann auch gerne schön, ne? Ja, ist klar. Und da bist du sicher. Und ich so, ja, auf jeden Fall, hundertprozentig. Und danach war ich so, nee, ich sag jetzt gar nichts mehr. Ja, weil du natürlich nicht recht hattest. Es war Walking on Sunshine. Eine ähnliche Alpha-Tier-Situation hatten wir auch noch mal mit der Frage nach Trivial Pursuit, wo ich halt ganz klar meinte, das war in Kanada, aber halt eben nicht so. Das stimmt nicht. Naja, gut, dann geht es halt ein bisschen viel. Moment, du hast gesagt, mein Bauchgefühl sagt mir gerade Kanada. Ich habe halt mal in Kanada gelebt und ich meinte so, ach, mit der Meinung ist es irgendwie Kanada. Und dann aber Benny dann, naja, gut, okay, ganz sicher war es nicht. Lass mich das mal ein bisschen überspielen. Formulieren. Ja, man wir sieht wollten schon, dich hier gerade ins rechte Licht drücken. Ja, man sieht schon so ein bisschen, ne, da sind so Situationen, die bleiben haften. Also es hat anscheinend Spaß gemacht. Ja. Es hat euch nicht auseinanderdividiert, sondern überhaupt irgendwie nicht. So zusammengeschweißt. Nee. Das ist ja eben das Schöne, dass man sich dann auch noch Tage später oder vielleicht sogar auch Monate später noch darüber unterhalten kann und noch wirklich netter Erinnerung. Also ist denn bei euch im Team oder habt ihr das von den anderen Astro-TV-Teams irgendwie mitbekommen, dass da so Masken gefallen sind, weil das haben wir vorhin ja gesagt, also Leute, die am Arbeitsplatz eigentlich immer so sehr darauf bedacht sind, gewissen Charakter nach außen zu bringen und dann im Quiz fällt das alles? Also wir sind ja alle nicht so introvertiert, würde ich mal sagen. Also unser Team hier mit Dani, Christina, Sandra war noch dabei. Also da hat es, nee,
wir waren sowieso alle. Also alle so, wie ihr euch kennt. Also ich, ja, ich kriege das ja auch dann immer in meiner Woche mit, wenn ich mit euch im Büro sitze. Also da geht es immer sowieso hoch her und ja, da hält keiner hinterm Berg. Nee. Also da gab es dann keine Überraschung beim Quiz. Halt nee, nur, dass du ein Alpha-Tier bist und. Und geschafft. Das ist natürlich, das ist natürlich bitter. Vor allem, das muss man auch dazu sagen, weil Danny vorhin ja auch noch ganz breit erklärt hat, also wie, was für ein Akustikmensch er ist. Ja. Da kann er wirklich jeden kleinsten Ton, also kann er da ich unterscheiden. Ich immer noch, dass es die gleiche Bassline, also nicht Bassline, sondern der, aber ist ja auch ich werde es überprüfen. Wir hören einfach mal rein. Ja, wir hören, genau. Ich will es einfach in deinen nächsten Fragenkatalog mit aufnehmen. Was, dann ist es wirklich mal Valerie, dann macht Danny auch mal einen Punkt. Ja, das nächste Quiz, seid ihr wieder dabei, ist im Oktober, du hast noch keinen genauen Termin. Genau, also ich dachte, das wäre nur sehr selten, einmal im Jahr oder so. Nee, wir machen das halbjährlich, also einmal im Frühjahr, einmal im Herbst. Genau, und in Oktober wieder? Genau, wieder super, in der Turnhalle. Also die Organisatoren, die sich innerhalb der Firma hier darum gekümmert hatten, dass wir daran teilnehmen würden, hatten da schon angekündigt, dass wir das auf jeden Fall wiederholen werden. Ja, ich glaube, ich kann mir auch fast vorstellen, dass wir mit mehr Teams dabei sind. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ja, da, ich bin ja letztes Mal nicht gefragt worden. Ja, also es geht ja darum, Fragen zu beantworten. So ein bisschen Wissen sollte man auch mitbringen. Und, ja, das ist ja, da, ja, das ist natürlich. Ich kann ja immer nur Fragen stellen. Ich habe da keine Antworten. Ja. Das ist ja, als Moderator. Ja, also, ja. Habt da natürlich völlig Frage recht. Lasst mich raus aus der Fragen Nummer. Fragen gestellt werden, ne? Können wir ja dann auch mit einbauen. Ja, also ich bleib mal raus. Wir können nachher gerne mal ein paar Fragen. Bleibt ihr noch ein bisschen? Bleibt doch noch ein bisschen. Wir machen nachher, wir machen mal im letzten Teil, werden wir mal ein paar Fragen stellen und dann mal gucken. Wer was weiß, stellt mir bitte keine Fragen, ich weiß ja nichts. Okay. Ja, also ich werde weiterhin fragen. Wie viel wir dann noch wissen. Das werden wir sehen. Jetzt haben wir auf jeden Fall nochmal, ihr könnt gerne mitmachen, rundum fit. So, ein bisschen bewegen ist schon mal. Genau. Auflockern? Ein bisschen auflockernde Bewegung, aber ich zeige mal einen Übungsablauf, den sich vielleicht jeder merken kann. Ja? Und zwar geht es darum, einfach die Beine ein bisschen zu stabilisieren und zu trainieren und auch den Oberkörper. Und dazu nehmen wir einfach unsere Hände in die Hüften und gehen mit dem Oberkörper runter Richtung Knie. Die Füße so schulterbreit auseinander? Hüftbreit, Schulterbreit. Ja, aber ist ja ähnlich bei dir. Ja, so. Das ist genau. Ja, ich bin, ja, ja, hallo. Also, ja, hast du gut gesagt. Mach mal fünfmal. Eins. Den Po ein bisschen nach hinten strecken. Ja. Zwei. Und auch nicht wirklich so ganz runter, sondern so lang. Ja, genau. Ja. Drei. Ja. Vier. Magnus, mit Spannung, du kannst auch gerne mitmachen. Ja. Fünf. Nee, Magnus, komm doch mal hier, so. Komm doch mal mit rein. Und komm. Jetzt machen wir. Du, also nee, wenn jemand ein Bewegungskönig so, ist, dann. Hallo? Ja, ja, so. Entschuldigung. Und jetzt machen wir bitte einmal die Arme dazu. Versuchen eine gerade Linie aufzubauen, den Kopf Richtung Fußboden und wirklich mal bis vier halten. Eins, zwei, drei, vier. Spannung im Körper und hoch. Und wieder runter. Eins, zwei, drei, vier. Und je höher die Arme sind, also nicht über die Schultern, aber wirklich schön hochhalten, Kopf gestreckt und wieder bis vier zählen. Und je trainierter man ist, desto länger kann man dann auch später halten, dass man einfach dann auf acht hält. Aber sie stabilisieren damit eben die Arme, den Rücken, die Beine, Oberschenkel, Gesäß und das Gewicht auf auf den Hacken ein bisschen verlagern. Jens? Auf die Hacken? Kopf gerade. Ja, selbstverständlich. So und wieder hoch. Und noch einmal. Da muss man auf viele Dinge achten. So. Das ist ja. Eins, zwei, drei, vier. Ja, danke, dass du nur bis vier und nicht bis acht zählst. Genau. Die Regie sagt schon Maske, bitte. So, und jetzt gehen wir mit den Armen nach vorne. Machen wir die Arme vor, gehen wir auf die Zehenspitzen. Ja. Und jetzt in die Hocke. Auf den Zehenspitzen in die Hocke. Jetzt genau, ein bisschen Schwierigkeit. Ja. So, zwei. Nicht absetzen. Nee. So, dann machen wir die Arme ran und jetzt. Und immer noch auf den Zehenspitzen. Jetzt, so, ja, jetzt machen wir, nehmen wir die Arme mit nach vorne und gehen in die Hocke. Eins. Und ein bisschen halten. Bis vier. Und wieder hoch. Und zwei. Und die ganze Zeit auf den Zehenspitzen. Genau. Ja. Muss sich ja lohnen. Ja.
Dann machen wir noch dreimal. So. Und nicht nach vorne fallen. Und noch einmal. Schön, jetzt kannst du die Beine ein bisschen schütteln. So, und jetzt machen wir noch eine schöne Übung. Und zwar, wir stellen uns auf den linken Fuß, ja, machen den anderen Fuß nach hinten, ja, ziehen die Arme nach vorne und gehen so zu stehen auf einem Fuß und halten. Also jetzt ist aber... 1, 2, 3, 4, 5 und wieder ran. So, und den nächsten Fuß. Ah, jetzt auf die andere, ja. Da muss man eben ein bisschen balancieren. Ja, da trainiert man viele kleinere Muskeln im Fuß, im Bein. Und wieder hoch. Und nochmal. Noch zweimal machen wir noch. 1, 2. Es bringt übrigens gar nichts für die Dreiergruppe da neben mir, sich jetzt die Fragen schon durchzulesen. Ich werde das alles durchmischen. Ich habe mich die obersten 10 Fragen schon angeguckt, ja. So. Das weiß man als guter Quizmaster auch, die Fragen immer, ne, gut durch. Und so hat man eben ein paar aneinanderfolgende Übungen und die können Sie natürlich ausdehnen, 8x, 10x, 12x, je nachdem. Das Halten ruhig verlängern, sodass man auch einen Trainingseffekt hat. Ja, und das, also, es sieht jetzt, glaube ich, von außen sah jetzt nicht sonderlich anstrengend aus, aber für dich ist es auch nicht anstrengend, aber für Menschen, die jetzt nicht regelmäßig Sport machen, ist das schon normal. Naja, vor allen Dingen, was ja auch noch das Wichtige dabei ist, in dem Moment, wo wir auf einem Bein stehen und den Fuß nach hinten schieben, alles stabil halten. Ja. Wir müssen uns ja auf unseren Körper konzentrieren oder auf den Punkt zumindest. Also wir haben keine Gelegenheit mehr abzuschweifen, weil dann kippeln wir einfach, sondern es geht ja auch darum, den Fokus auf uns zu haben. Das ist auch mal ganz schön. Damit schalten wir nämlich auch mal so ein Gedankenkarussell aus. Also wer sich ständig so immer in Gedanken bewegt, ah, ich will dies und das kann ich nicht und das will ich. Einfach mal diese Sportübungen auch machen. Erstmal ist es gut für den Körper, Muskulatur. Und dann komme ich auch mal aus dem Gedankenkarussell raus, weil ich mich wirklich darauf konzentrieren muss, das Gleichgewicht nicht zu kippen. Halten. Wunderbar, genau. Liebe Kerstin, hast du uns ein paar schöne Dinge heute mitgegeben. Super. Können wir am Wochenende einfach gleich mal durchführen. Wenn Sie vergessen haben, wie die Übungen dann aussehen und sich damit rausreden wollen, nein, gucken Sie in die Leichterleben-Fanmediathek bei YouTube. Da finden Sie dann auch die heutige Sendung und dann können Sie das ganze Wochenende die Übungen machen. Genau. Ganz vielen Dank, Kerstin, erstmal. Okay. Wir können am Ende gerne noch mal alle gemeinsam quizzen. Jetzt haben wir für Sie erst einmal Claudia Vogt im Bewegtbild. Ich sehe es als meine besondere Berufung, Sie ein Stück Ihres Weges zu begleiten. Unter anderem bin ich Expertin in Beziehungs- und Partnerschaftsfragen, sowie wenn es um die Fragen Ihrer Kinder und Enkelkinder geht. Selbst in einer Ehe und Partnerschaft, Mutter von 6 Kindern und 6 Enkelkindern, unterstütze ich Sie auch dabei. Manuel sagt mir gerade, er war schon im Fitnessstudio heute Morgen. Das Witzige ist, ich habe meine Trainingshose vergessen und durfte dann in Jeans trainieren. Ich war der einzige Idiot, der mit einer Jeans da rumlief. Aber ja, hätte jetzt auch keinen Bock gehabt, nochmal 20 Minuten nach Hause zu fahren. Ich glaube, das sind die ganz coolen Typen, die in Jeanshose im Fitnessstudio tollen, die Übung machen, oder? Die sich jeder merkt, nur jeder sagt, das ist totaler Vollidiot. Aber, nee, aber du hältst das aus, hast keine Angst vor Bewertung so, anderer, genau, weil du einfach gefestigt in dir bist. Ja? Genau, ich kann ohne Menschen leben, ich kann auch ohne soziale Kontakte wunderbar leben. Nur nicht ohne Fitnessstudio. Nur nicht ohne Fitnessstudio. Und ohne dein Fahrrad ging es auch nicht. Genau, das habe ich aber heute zu Hause gelassen. Dafür habe ich ja im Fitnessstudio trainiert. Absolut korrekt. Und du hast ein paar andere Übungen noch mitgebracht. Richtig, nämlich Werkzeuge, wie wir unsere Angst besiegen können. Ja, also die häufigsten Ängste sind ja Flugangst, wie ich schon eben gesagt, Angst vor Zurückweisung, Angst vor anderen Menschen zu sprechen und allgemein auch das Thema Höhenangst nochmal. Also das kenne ich sehr gut. Ich habe auch früher unter Panikattacken gelitten. Also ich kenne diese ganzen Angstthemen leider zu Genüge. Und ja, was man machen muss, es gibt zwei Dinge, es gibt zwei Schalter. Es gibt einmal einen Schalter im Gehirn und einmal einen physischen Schalter. Mhm. Und eins ist klar, so blöd es klingt, aber Angst ist immer eine Entscheidung, die wir selber treffen.
Eine Entscheidung, die wir natürlich oft aus Vernunft treffen. Wie gesagt, wenn wir irgendwo runterspringen, wo dann nichts mehr ist, das ist blöd. Aber manche Ängste, wo wir uns dafür entscheiden, wie zum Beispiel Angst, in der U-Bahn zu fahren oder Angst, auf einer Brücke zu stehen, sind sehr verbreitet, diese Ängste, sind aber letztendlich für unser Überleben nicht irgendwo, ja, nicht gefährlich. Ich meine, es kann natürlich irgendwas passieren in der U-Bahn, aber kann auch auf der Straße was passieren. Ja, aber das ist dann eher so ein bisschen Sozialphobie schon, ne? Dass ich, richtig, also Menschen, die, also es gibt ja so den gewissen Abstand, den man immer gerne zu anderen haben möchte, diesen, genau, Sicherheitsabstand, und klar, in einer vollen U-Bahn, ne, da steht man schon, richtig, mal so Arm an Arm, und das gibt es dann doch einige Menschen, die das nicht so gern mögen. Ja, oder Angst vorm Tunnel, da nicht rauszukommen. Ja, und wenn wir den Schalter im Gehirn erstmal umlegen, also dann müssen wir erst noch mal wissen, wie gesagt, Angst ist immer eine Entscheidung, die wir treffen. Es gibt eine sehr gute Methode, um gerade dieses erste Level der Angst, wo wir merken, oh, das wird unangenehm, loszuwerden, indem wir uns erstmal runterfahren und beruhigen, bevor diese panikattackenmäßigen Symptome dazukommen, indem wir einfach schnell einatmen, 5-6 Mal, und langsam über den Mund ausatmen. Das fährt den Körper runter, beruhigt einen. Was einen auch beruhigt, gerade wenn man kurz davor ist, vor Leuten zu sprechen, Kaugummi kauen oder irgendwas kauen. Die Anspannung rauslassen, eben dann über die Kaumuskulatur kann man das machen. Kann, glaube ich, auch also so ein bisschen wippen oder so. Ne? Also die Anspannung, die du im Körper hast, einfach rauslassen. Ja, zum Beispiel Tony Robbins hat hinter der Bühne so ein Trampolin. So Trampolin, ne? Den man rumhüpft. Genau, ne? Ja, wie ein Kind. Einfach diese Anspannung rauslassen, ein bisschen toben, um bei sich selber anzukommen. Ja, und wenn es dann aber schon so weit ist, dass man physisch auch irgendwo Angst merkt, dass das Herz rast, dass man irgendwie Angst hat zu hyperventilieren. Also ich kenne das alles aus der Vergangenheit, wo man also fast bewusstlos da irgendwo liegt. Das ist dann ganz schlimm. Dann gibt es nur eine Methode, und die ist natürlich hart, aber die funktioniert, diese Angst einfach zuzulassen. Das heißt also zuerst zu fühlen, wo spüre ich das jetzt? Spüre ich das in der Lunge? Spüre ich das irgendwie im Kopf oder spüre ich das im Bauch? Und dieses Gefühl einfach lokalisieren und lassen. Also einfach laufen lassen, sich nicht dagegen wehren. Denn so mehr man sich dagegen wehrt, das habe ich früher auch gemacht, gegen Panikattacken gewehrt, wird es immer schlimmer. Ja. Also es ist einfach zulassen. Es gibt natürlich auch noch Meditationsmethoden, wo man das los wird. Ich habe früher autogenes Training gemacht, das hat mir sehr viel geholfen. Also eine positive Situation verknüpfen in einer Meditation, die dann, wenn man die Angst auslöst, sich mit dem Anker wieder zurückholt, wo man sich dann diese Situation zurückbringt. Mache ich heutzutage auch noch manchmal, wenn ich irgendwie merke, okay, ich bin ein bisschen zu aufgeregt, dann ankere ich mich zurück in eine ruhige Situation. Und das, was vielleicht dann am wichtigsten ist, generell für alle Ängste, die unnötig sind, diese Gedanken einfach loslassen. Zu erkennen, natürlich nachdem man einmal diese Angst durchlebt hat und dann auch durch ist, einfach, dass man merkt, es hat keinen Sinn, diese Angst zu haben. Ja, und vor allem, genau, weil es hat mich jetzt nichts umgebracht, ne? Also genau. Die Situation ist eigentlich gar nicht so schlimm, wie ich sie mir immer vorgestellt habe oder was die Angst mir suggeriert, dass das so wahnsinnig schlimm ist. Richtig. Wenn man Angst hat zu hyperventilieren, man kann sich so ein Oximeter kaufen, was man sich an den Fingern macht, und man sieht, Sauerstoffsättigung, wenn man das Gefühl hat, gerade zu sterben, ist immer noch gut. Man kann auch Blutdruck messen, währenddessen man sieht einfach, es ist eine Einbildung. Das Herz schlägt schneller, aber man stirbt nicht daran. Wenn man noch Fragen hat oder konkret mit dir gemeinsam, wenn man sagt, ne, alleine mit diesen Werkzeugen, also das würde ich gerne erstmal üben mit dem Manuel, dann ist das auch möglich. Bist du heute noch erreichbar? Heute noch erreichbar ab 16.30 Uhr bei Questico, Beratercode 7601. Wunderbar. Dann melden wir uns nachher bei dir und arbeiten ein bisschen an den Ängsten. Nachdem ich schön gequizt wurde. Ja, da würde ich doch sagen, wir gehen noch mal in unsere Verlosung, denn wir haben ja auch was für Sie, liebe Zuschauer, nämlich das spirituelle Tischgespräch vom Aquarius Verlag können Sie gewinnen. Wenn Sie uns folgende Frage beantworten: Was macht Quiz Factory Berlin? A. Das Quiz als Firmenfeier oder B. Alkoholfreie Limonaden. Wenn Sie es wissen, rufen Sie uns an unter der 0137 988 1404 und aus Österreich und der Schweiz unter der 0901 050 190. 18 Jahre alt müssen Sie sein, wenn Sie bei uns teilnehmen möchten. 50 Cent kostet der Anruf aus dem Festnetz, aus dem Mobilfunknetz. Das wissen Sie, kann es immer etwas teurer sein. Bis 15 Uhr sind die Leitungen noch geschaltet. Und die Teilnahmebedingungen finden Sie wie immer auf astrotv.de. Viel Erfolg, toi, toi, toi. Und jetzt quizzen wir eine Runde.
oder? Noch eine interessante Frage vom Firmenquiz, die wir gemacht haben. Und zwar kann man nämlich mit Chicorée herausfinden, ob eine Pfanne genau. Metallteile hat. Eisenhaltig ist. Und ich fand die Antwort dann letztendlich, als ich mal darüber nachgedacht habe, sehr lustig. Was glaubst du, welche Farbe nimmt Chicorée an, wenn die Pfanne eisenhaltig ist? Die Pfanne ist nicht heiß oder gar nichts, sondern die Pfanne muss heiß sein. Erhitzt, ja. Okay, und dann lege ich den Chicorée rein. Dann wird er wahrscheinlich eisenfarben. Also ist wie so ein Chamäleon und nimmt irgendwie so eine rötliche Färbung an. Das war nämlich auch unsere Vermutung. Also wir hatten dann halt auf lila getippt, wegen Eisen und Rost. Und so hatten wir dann Oxidation und Co. hatten wir das auch vermutet. Die Antwort lautete dann tatsächlich, er wird schwarz. Aber dann dachte ich mir im Nachhinein, alles, was du in die heiße Pfanne packst, wird schwarz. Als ich das gehört habe, habe ich auch gedacht, ja klar. Aber es ging wirklich darum, dass der wirklich ganz schnell schwarz wird und nicht erst, wenn er verbrannt also ist, sondern nimmt eine schwarze Farbe an, bevor er verkokelt ist. Aber wenn du dann die Antwort hörst, du kommst ja auch irgendwo so ein bisschen doof vor, weil ich meine, schwarz wäre vielleicht das nächst näherliegendste gewesen. So, ja. Aber nein. So gesehen, ja. Wir hatten auch falsch getippt. Keine Sorge, Jens. Ja, alles gut. Dafür sind so eine Quizgeschichten ja auch da. Man lernt was dazu. Ne? Und gerade, ich glaube, gerade wenn du falsch gelegen hast und dann so eine Antwort kommt, wo du sagst, oh, was ist das für eine depperte Antwort? Ich glaube, gerade das vergesse ich den Rest meines Lebens nie. Ja. Ja. Klar, erstmal in jede Pfanne zu Hause so ein Chicorée-Blatt reingeworfen. Schwarz. Wir haben das wunderbare Spiel Kneipenquiz. Das kommt ja, sag mal, eurem etwas nah. Du hast dir schon so ein paar Fragen angeguckt. Geht das so in eure Richtung eigentlich? Nee, die sind ziemlich schwer. Die sind teilweise. Es sind gemischt. Also es sind auch offene Fragen. Das machen wir auch. Wir machen keine Multiple Choice. Vor, ne? Nee, genau, weil das ist ja. Es ist natürlich immer leichter, wenn man vier Fragen vorgibt. Aber das ist ja gerade, weil man ja im Team das zusammen macht, ist es viel interessanter, wenn man die Antwort nicht da schon irgendwo zu lesen hat, sondern sich die wirklich wissen muss oder drauf kommen muss. Weil es diese Teamgeschichte ist, ne? Weil dann kannst du noch mal viel, viel besser miteinander arbeiten. Jeder wirft so ein kleines bisschen rein von dem, was er meint, was er weiß, wie zum Beispiel Trivial Pursuit Kanada, weil ich mal in Kanada war und Trivial Pursuit gespielt habe. Ja, so eine Geschichte. Ne? Ich habe dann nur Trivial Pursuit gespielt, den ganzen langen Tag über. Ja, außerdem sind ja manchmal auch so, sag ich mal, so lustige Fragen, wo man dann halt auch noch überlegen kann und vielleicht auch eigene Kreativität selbst drauf kommen kann. Ne? Selbst wenn man es nicht. Das ist ja das, was dann auch so teambuilding-mäßig funktioniert. Wir haben uns im Vorlauf dann auch schon überlegt, wer hat denn hier so welches Inselwissen? Also wer ist denn auf welchen, also haben wir alle Bereiche abgedeckt? Ja, das ist ja bei mir so ein bisschen das Problem. Ich bin ja Autist, Inselbegabung und das ist leider schade, es tut mir leid. Also ich kann da mit nichts weiterhelfen. So ein Savant, der das komplette Telefonbuch auswendig kann. Stell mal vor, zum Beispiel, eine Frage beantworten. Wo findet man Krefelder Kissen, Delfter Hügel und Kölner Teller? In der Küche. Stimmt, wenn es was Krefelder zu essen ist. Kissen, ne? Also kennt ihr Pfefferminzkissen? Ja. Also das wären für mich, also Krefelder Kissen könnte eine Süßigkeit sein. Ja, ich hätte auch gedacht, das ist was zu essen. Halt, ne? Und Delfter Hügel ist irgendwie so ein Nougat-Hügel oder irgendwie sowas. Aber wo findet man die? In der Süßwarenabteilung. Können wir damit, würdet ihr auch? Oder kennt jemand von euch Krefelder Kissen, Delfter Hügel, Kölner Teller? Ich kenne nur die Delfter Kacheln, aber... Jedenfalls keine Sportübung, oder? Delfter Kacheln, okay, wir gucken mal. Diese Bremsschwellen findet man auf der Fahrbahn verkehrsberuhigter Straßen. Dieses Delfter bestimmt. Ja, siehst du, also hätte man wissen können. Ja, da waren wir recht nah dran. Ja, da haben wir unseren Verkehrsexperten einfach jetzt nicht dabei. Ja. Das BKA hätte das auf jeden Fall. Ja, natürlich. Ja. Das ist gut für uns. Das ist aber. Ich glaube, die Frage braucht ihr hier in Berlin beim Filmquiz gar nicht stellen und auch in Brand. Ihr macht ja auch in Potsdam. Genau. Macht ihr auch? Denn Frage von Theodor Fontane stammt das Werk Wanderungen durch die Eifel. Nee, durch. Warte mal. Ist das nicht durch die Mark Brandenburg? Stimmt. Oder? Aber ich habe gerade gedacht, er ist auch mal durchs Havelland gelaufen. Durch die Mark Brandenburg. Der ist überall. Ein bisschen spezieller, ja. Der ist ja überall. Der ist ja auch. Meine Güte. Der ist ja überall lang gelaufen, der Mann. Wie bitte? Was für ein Pub? Das Pub-Quiz, ja, selbstverständlich. War das hier, wo war das? Ich kann die Melodie vom Weißen Hai furzen? In irgendeinem Kinder-Jugendfilm war das mal? Ja, ich weiß gar nicht mehr in welchem.
Warum guckst du mich da an? Ich weiß, hätte ja sein, du bist doch auch so ein filmaffiner Mensch, der alles weiß. Ja. Auf jeden Fall. Was, wo findet man eine Malling-Hansen-Schreibkugel? Malling-Hansen-Schreibkugel. Ist das die kleine Kugel vorne im Kugelschreiber? In diesem Kugelschreiber ganz vorne. In diesem Pen. Diesem Kugelschreiber. Ja, aber nicht Kugelschreiber, sondern diese Rollerball-Pens, wo die... Das ist, ja auch, das ist ja auch so eine Kugel im Prinzip da vorne drin, Technik, die zur Verteilung der Tinte dient. Ja, aber beim Kugelschreiber sieht es vorne eher aus wie so... Aber eine Kugel gab es doch auch in diesen Tintenpatronen, das war auch mal so eine kleine Kugel da drin. Ist, stimmt, nicht da ist auch eine. Bei Lami nicht. Bei meinem Pelikan war Pelikan früher immer. Pelikan und GH, ja. Stimmt, Lami. Bei Lani aber nicht, ne? Das stimmt. Oh gut, was ist es denn? Ist das wieder irgendwelche Straßenbegrenzungen? Oder es gibt auch Schreibmaschinen unterschiedlich. Es gibt auch Schreibmaschinen, die diesen Kugelkopf haben. Und da oder die Kugel, auf der Miley Cyrus saß. Den Wrecking Ball. Ja, das ist es. Ich glaube, das ist es. Und es stimmt, es in einer Schreibmaschine. Ah, sehr gut. Oder? Jetzt gibst du, dass die Antwort vorher mal... Nein, tatsächlich. Nee, tatsächlich. Also, nee, das mag ich. Das mag ich ja schummeln. Aber jetzt hätten wir auf dich gehört. Ja, hätten aber wir? Ich habe ja auch mehrere Sachen genannt. Also ich oder, war mir ja auch nicht... Ja, also hätte dann hätte immer genommen. Ein bisschen schwierig, das stimmt. Ne? Und dann ja, hätten wir ausdiskutieren müssen, was wäre jetzt... Wobei ich muss sagen, deine Antwort fand ich doch ein bisschen überzeugender als einfach nur der Stift an sich, weil Schreibmaschine irgendwie, das ist so... Das ist größer, weißt du? Warum sollte man so einen ganz, so einer winzig kleinen Kugel im Stift so einen extra Namen haben? Wobei stimmt. Die Deutschen neigen dazu, alles zu benennen. Allem. Zu allem. Zu allem gibt's da was. So, nächste Frage. So, jetzt aber mal. Das ist auch die letzte Frage, sagt mir die Regie. In welcher Farbe wird der Chicago River traditionell am 17. März eines jeden Jahres gefärbt? In Grün. Grün. Wegen St. Patrick's Day. 17. März, St. Patrick's Day, genau. Den kenne ich auch noch sehr gut. Ganz klar. Da gibt es auch immer grünen Schnaps wahrscheinlich, ne? Da gibt es alles in Grün, da wird sogar Guinness in Grün eingefärbt und so. Wegen des St. Patrick Days wird der Fluss ist grün gefärbt. Ja, das war jetzt. Da sind wir ja, meine Güte, der Danny, oder? Weiß er doch irgendwas. Ja, aber auch nur das, was alle anderen auch wissen. Walking on Sunshine. Walking on Sunshine. Ja. Trauma. Schade, wir können jetzt leider zum Abschluss nicht Walking on Sunshine einspielen, aber wir haben es im Kopf und pfeifen es uns und pfeifen es dir nachher auf dem Weg ins Büro. Braucht ihr nicht, der Ohrwurm sitzt. Okay, dann machen wir das so. Dann wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Walk on Sunshine. Lassen Sie es gut gehen dieses Wochenende, oder? Oh, wir haben noch, auch große Menschen haben kleine Ängste. Das weiß auch Manuel. Aber mit dem können wir ja an den Ängsten heute arbeiten. Also ob Sie eine kleine oder große Angst haben, gerne Manuel da noch anrufen und das mit ihm klären und bearbeiten. Ein angstfreies Wochenende, viel Spaß, lassen Sie es gut gehen. Wenn Sie ein Thema haben, ja, dann können Sie natürlich uns auch gerne schreiben. leichterleben@astrotv.de ist die Mailadresse. Insbesondere Magnus freut sich sehr über Ihre Zuschriften. Darf ich bitte an dem Punkt erwähnen, an mich gehen diese E-Mails gar nicht mehr. Das gibt's doch gar nicht. Hast du dich rausgezogen? Willkommen bei uns im Büro, Jens. Ja, ich krieg ja nichts mehr mit. Man lässt mich ja nicht teilhaben. Aber so ist das. Ja, als Autist ohne Inselbegabe. Dafür, was ich gut kann, Sachen runterschmeißen, oder? Hier das Tonding. Gleich nochmal. Ja. Gut, dass ich niemand tragen muss. Oh ja. Oh ja. Freuen wir uns alle eine Runde. Lass es sich gut gehen, buntes Wochenende. Ab Montag Andrea wieder da. Viel Spaß, tschüss, auf Wiedersehen. Schön, dass ihr da wart. Bunte Runde. So. Und bis dahin ist vielleicht